Shimon ben Yochai war ein Tanait der sogenannten dritten Generation. Er lebte im 2. Jahrhundert in UZ und war Schüler des Rabbi Akiba in Bnei Brak, obwohl Akiba ihn zunächst nicht als Schüler annehmen wollte. Weil Shimons Vater zur Zeit des Bar Kochba-Aufstandes die römische Seite unterstützt hatte. Der Legende nach trat Rabbi Shimon später gegen die Römer auf und hielt sich von diesen zum Tode verurteilt. Mit seinem Sohn Rabbi Eliasar 13 Jahre in einer Höhle versteckt, wo sie unablässig die Tora studierten. Nach Kaiser Hadrians Tod ging er nach Rom und heilte dort die kaiserliche Prinzessin von einer schweren Krankheit. Dadurch erwirkte er bei Kaiser Antoninus die Aufhebung der hadrianischen Judengesetze. Von Shimon ben Yochai gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen, es werden ihm jedoch einige Werke zugeschrieben. Sifre, ein exegetischer Midrasch zum 4. Buch und 5. Buch Mose. Michelta, ein Midrasch zum Buch Exodus. Es wurde einige Zeit angenommen, er habe den Zohar seinen Schülern diktiert. Heute ist man jedoch eher der Ansicht, der Autor des Zohar sei Moshe de Leon aus dem 13. Jahrhundert. Im orthodoxen Judentum gilt Rabbi Shimon ben Yochai weiterhin als Autor des Zohar. Rabbi Shimon war Lehrer des Yehuda Hanasi. Shimons Grabstätte befindet sich in Meron in Galiläa, unweit von Zefat. Sie ist ein Wallfahrtsziel für jüdische Pilger und wird insbesondere am 18. Aijah, dem traditionellen Sterbetag Shimons, aufgesucht. Dies ist zugleich Lag BaOmer, das Fest am 33. Tag nach Pessach. Sonstiges. Der Jurist und Chronist im jüdischen Stil Christoph Gottlieb Richter verwendete für eins seiner historischen Werke das Pseudonym Simeon ben Yochai.